Hallo, ihr Leute da draußen von den heimischen Empfangsgeräten, mit denen ihr hier gerade dabei seid, mir über die Schulter zu blicken bei Cities Skylines. Letzte Woche hat's mal wieder ein paar, also gab's ein paar Tage keine Folge, weil ich einfach nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Aber ich bin ganz froh, auf welche Art und Weise das hier jetzt eingerichtet ist. Ich hatte das ja von Anfang an angekündigt, dass es halt einfach kommt, wann es kommt. Und das befreit einen so ein bisschen von dem ganzen Druck. Und jetzt kann ich einfach mich hier hinsetzen und sagen, so, jetzt nehme ich 3 Folgen auf und dann kommen wieder 3 Folgen. Es ist vielleicht nicht so gut für die Zuschauerbindung, sage ich mal, weil ja es gibt ja viele, die das zum Ritual machen wollen, dann täglich irgendwie eine Folge zu gucken oder so. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr dazugehört oder ob ihr damit vollkommen zufrieden seid, wie das jetzt im Moment läuft. Und bitte ehrlich sein. Ich mache sowieso dann das, was ich für richtig halte. Es wurde angemerkt, dass die Autobahn nicht so sehr benutzt wird. Das liegt daran, dass die halt noch relativ kurz ist, ne? Und die Stadt ist noch ziemlich klein. Da lohnt es sich noch gar nicht, die zu benutzen. Die ist halt eher eine Anlage für die Zukunft, wenn es hier in diese Richtung noch weitergeht, dass man die weiten Entfernungen zurücklegen kann. Für diese kleinen Entfernungen habe ich ja diese Straßen hier gebaut, ne? Und im Moment liegt ja noch alles sehr nah beieinander. Aber ein paar nutzen die hier ja schon. Also so ist es ja nicht, wenn die hier zum Beispiel von da nach hier hin wollen. Ja. So. Was machen wir denn? Ich gucke mir mal die Rohstoffe an. Hier haben wir noch Wald, das ist gut. Hier ist Erz. Hier ist auch Erz. Dieses Erz würde ich eigentlich ganz gerne. Ich würde eigentlich ganz gerne so von jeder. Von jedem Rohstoff ein bisschen was nutzen. Wir haben ja jetzt hier schon Agrar. Wir haben hier Forstwirtschaft. Den Forstgünter. Und hier hätten wir Erz. Ich glaube aber, dass ich das Erz hier direkt nicht nutzen möchte. Hier nicht. Vielleicht das hier, aber das ist auch zu viel. Dieser Blob hier ist ja schon ideal geeignet für mich. Ich werde einfach mal ein etwas weiter entferntes Industriegebiet bauen. Wir haben 23.000 Kohlen. Na gut, das heißt, ich werde jetzt ein bisschen sparen. Beziehungsweise die Zeit etwas schneller vorandrehen und dann mal gucken. Aber wir hatten ja auch noch andere Sachen. Wir wollten uns noch um Bildung kümmern, wenn ich mich richtig erinnere. Denn wir haben nicht genug Grundschulen. Hier ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Dann mache ich hier noch eine zweite, nur hier ja sowieso die hohe Dichte kommt. Ne? Verstehst du? Oh, das ist bereits belegt. Achso, hier ist eine. Was haben wir hier gebaut alles? Achso, das war gar nicht. Ist der Ort belegt? Verstehe ich nicht. Achso, ja gut, da ist die Straße. Machen wir so. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kapazität für die ganzen Leute. Grundschulen hätte ich ganz gerne für jeden verfügbar. Oberschulen eigentlich auch. Und Universitäten darf man nicht zu viele bauen, weil sonst hat man nur noch die hochgebildeten Arbeiter. Und die wollen halt nicht hier arbeiten. Dann hat man hier nämlich nur überqualifizierte Arbeiter. Das ist auch nicht optimal. Es muss ja auch jemand diese Arbeit machen und das ist ja auch völlig okay, wenn das dann so funktioniert. Gewerbegebiet. Können wir das hier noch ein bisschen erweitern? Das würde ich gerade ungern machen, weil das schon jetzt relativ groß ist und ich glaube, der Verkehr hier rein ist auf jeden Fall schon nicht zu verachten, wobei wir jetzt durch den Kreisel natürlich einen guten Verkehrsfluss haben. Hau, 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 hau. Aber wir haben gerade nicht so den Riesenbedarf an neuen Gebieten. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupft gerade. Also, falls ich ein bisschen seltsam klinge, dann liegt das daran. Hau. So, was schreiben Sie hier? It's legalized. Okay, erstmal einen Dübel drehen.
Müllabfuhr. Haben wir Müllprobleme? Nee. Achso, da kann man nochmal gucken. Müllverbrennungsstatus, ja, der ist, hängt ein bisschen hinterher, aber wir haben ja noch die Mülldeponie, wobei diese hier leer ist. Die kommt ganz weg. Weil ich das so mache, dass wir nur eine Mülldeponie brauchen. Zumindest ist das der Plan, das ungefähr so zu machen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, einfach mal ein bisschen ausfüllen. Man weiß ja nie, welche Felder nicht ausgefüllt sind. Ja, Müllverbrennungsanlagen hatten wir hier nur eine. Hier oben haben wir drei hingebaut, damit die direkten Zugang zur Autobahn haben. Und hier sind zwei. Ich glaube... Ja, dieser direkte Zugang zur Autobahn, der ist eigentlich ideal. Hier wäre schon gar nicht mehr so gut, wenn ich die hier hinbaue, weil die dann erstmal hier über die Kreuzung fahren müssten, bevor die auf die Autobahn kommen. Aber ich könnte natürlich hier auf der gegenüberliegenden Seite das bauen. So, machen wir hier einfach eine hin, so, dann passt das schon und jetzt können die hier direkt auf die Autobahn fahren. Das ist super, das freut mich. So, ich hatte gesagt, wir hatten keinen Bedarf, aber jetzt habe ich die Zeit natürlich ein bisschen vorangedreht und jetzt wollen sie hier überall wohnen. So, wir nutzen aber erstmal noch dieses Gebiet und machen hier so ein bisschen ein kleines Gebiet an das Wasser. Vielleicht so eine kleine Promenade. So zum Beispiel. Ne? Dann haben wir hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen Wohngebiet. Na, da kann ruhig eine Sackgasse sein. So, Wasser müssten wir hier noch haben, genau, ja. Was hat eigentlich der Strom? Na, wir müssten mal... Obwohl, nee, wir haben noch... Ne, wir haben ja unseren Staudamm. So, jetzt aber erstmal... Na, hier so an der Promenade quasi. Da wäre es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man hier auch wieder so ein paar kleine Häuser zwischen Reihen baut. Ich mische das einfach hier an dieser Stelle gut durch. Ich glaube, das würde mir gefallen. So, vielleicht hier nochmal so. Vorwiegend sollen das große Gebäude werden. Ich glaube, das wird schön. Das wird nachher schön gemütlich aussehen hier. So. Jetzt dürften alle Grundstücke vergeben sein, ne? Oder? Ja. Ach, ist das schön! Es ist so schön! So, Bildung. Ja, Oberschule, das ist gerade ein bisschen problematisch, weil die haben hier keine, ne? Hier gibt es gar keine. Sehe ich das richtig? Hier gibt es keine. Ist ja krass. Das ist ein Zustand, den ich nicht dulden kann. Wups. Ja, und die sind rot, weil die halt alle noch nicht, weil das Gebiet halt relativ neu ist und die müssen halt erstmal zur Schule hin, ne? Müssen sie erstmal. Eine Uni habe ich noch gar keine. Na, ich habe aber auch noch keine wirklichen Büros, aber doch ein paar habe ich schon, ne? Oder? Ja, doch, ein paar habe ich. Aber die brauchen gerade im Moment auch noch, ja, ein paar Hochgebildete. Die können ja auch zuziehen, das ist ja auch kein Problem.
Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Das läuft. So, hier vielleicht noch einen kleinen Park oder so. Was könnte denn hier vielleicht ein Spielplatz? Ein großer Spielplatz? Ja, vielleicht hier so. Wie ist denn die Zufriedenheit überhaupt? Eigentlich relativ hoch. Man könnte hier bei der Forstwirtschaft vielleicht noch einen japanischen Garten hinbasteln. So. Macht die viel Krach? Ja, es geht. Ich könnte aber die Straßen ja auch noch mit Bäumen ausbauen, um dem Krach entgegenzuwirken. Weil es auch einfach schöner aussieht. Es sieht einfach schöner aus. Machen wir einfach den kompletten Ring damit jetzt fertig. Das geht nicht wegen dieses Parks. Das ist unschön. Dann versetze ich den halt nach hier. So. Jetzt aber. Sehr schön. Jetzt läuft das. Oh, ich finde das schön. Ich bin gerade so in einer richtig schönen, gemütlichen Zockstimmung. Da macht das doch wirklich Spaß. So. Einmal kurz gehustet. Jetzt habe ich den ein bisschen versetzt. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich vielleicht hier... hier... noch so einen Picknickpark hinmachen. So, wie sieht das aus mit den Grund... Ah, meine Nase. Ah, mit den Grundstücken. Die sind alle noch vergeben. Das ist gut. Das ist gut. So. Unsere Stadtgebiete passe ich jetzt auch mal fix an. Schawupp. Guck, sieht doch gut aus. Der Wohnblob. Das ist ein ziemlich großer Wohnblob. Aber verkehrstechnisch sieht das noch gut aus, ne? Hier kommen sie alle durch den Kreisel gefahren. Das ist falsch. Warum fahren sie... Was? Ach, das hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Da habe ich hier wohl... welche Richtung fahren sie denn? Jetzt hier in die richtige, ne? Ich mache erstmal alles zu Kreiseln. Zu Einbahnstraßen. Ne, hier, das ist jetzt falsch rum. So rum ist richtig. Ja, das ist hier überall richtig. Sehr gut. So, jetzt ist es wieder ein richtiger Kreisel. Ah, ja, hier. Einfach so an. Ist doch schön. Guck mal, da fährt man hier an dem Park vorbei in einem sehr stark bebäumten Kreisel. Große Stadt, Wasseraufbereitungsanlage und Krematorien können wir jetzt bauen. Das ist natürlich auch sehr gut. Weil wir bisher hier nur 3 Friedhöfe haben, ne? Machen wir hier das Krematorium mal hier so schön rein. Da ist die Grundschule, da vielleicht nach gegenüber. So, hier eins. Und hier mache ich auch eins hin. Und hier eins hin. Hier schön neben dem Park. Da ist doch ein Park, ja. Hier ist jetzt so viel Platz. Ich könnte da entweder noch Häuser hinbauen oder ich setze da einen großen Park hin oder so. Aber hier haben wir schon einen. Oh. Kleiner Spielplatz, kleiner Park. Oh, das ist bereits belegt. Ach, das passt wegen der Straße nicht. Machen wir einfach mal so. Die freuen sich ja sowieso und dann können wir hier vielleicht auch noch eine Straße reinsetzen. Hier ist ja noch gar nicht alles bebäumt. Machen wir mal so ein bisschen.
Warum habe ich das denn noch nicht bebäumt? Kann mir das mal einer erklären? Aber die steigen hier überall fleißig auf, ne? Man hört hier die ganze Zeit so ein Pling-Pling im Hintergrund. Das ist gut. Das will mir doch gefallen. So. Ich glaube, das sollte jetzt überall passen. Und noch eine neue Straße bauen, richtig. Das mache ich einfach mal. Ist das jetzt das Krematorium? Ja, ne? Na, wird's ja einfach eine Sackgasse so. Guck mal. Aber wir haben dadurch ein paar Grundstücke mehr. Und es ist nicht so, dass wir das hier nicht handeln können in dem Gebiet. So. Ich habe mich gleich nochmal geräuspert gerade und jetzt funktioniert alles. So, Probleme ploppen hier nicht wirklich auf. Hier sind ein paar Häuser verlassen. Warum? Die will ich abreißen. Weil die in den Boden dicht versenken. Hier, was ist hier? Zu teuer oder was? Geringer Bodenrichtwert. Warum ist der niedrig? Na, es wird halt langsam. Aber wie ist denn die Abdeckung? Ja, Universität nicht. Aber hier ist die Bildungsabdeckung eigentlich ganz gut. Ich könnte hier vielleicht noch eine zweite Grundschule bauen, weil wir insgesamt eine niedrige Kapazität haben. Ne? Dann baue ich hier einfach eine Grundschule hin. So. Polizei ist hier gut. Hier ist sie gut. Kriminalitätsrate 5%, das ist super. Feuerwehr. Hier ist die Abdeckung ganz gut. Hier vielleicht, hier könnte sie höher sein, ne? Gut, das Feuerrisiko ist hier natürlich hoch, weil hier Industrie ist. Aber hier vielleicht noch so eine Feuerwehr hier für dieses Gebiet neben dem Park. Da freuen sie sich alle. Das ist, glaube ich, ganz gut, das da hinzusetzen. Ansonsten könnte man hier zum Beispiel auch so eine große Feuerwehr hinsetzen. Dann kann die halt das Gebiet hier ein bisschen versorgen. Die ist relativ zentral gelegen, kann quasi alle kleinen Feuerwehren ein bisschen unterstützen. So, friedhofstechnisch ist das hier auch super ausgelastet. Arztmäßig sind wir auch gut bedient. Durchschnittsgesundheit 77%, könnte höher sein. Aber da kann man vielleicht auch mit den Richtlinien noch irgendwie was werkeln. Müllabfuhr kommt überall hin. Das ist gut. Und der Müllverbrennungsstatus ist jetzt auch, das ist jetzt auch nicht mehr so ausgelastet. Wir haben hier eine Linie. Guck mal, da ist direkt eine Haltestelle hier. Das ist doch super für eure Angelegenheit. Hier ist noch keine U-Bahn-Station. Das müssten wir auch noch machen. So viel zu, ich spare mal für die Erweiterung der Autobahn. Ich meine, wir haben jetzt kaum neu gebaut, aber wir haben natürlich ein bisschen uns um die Verwaltung gekümmert jetzt. Es plätschert hier so vor sich hin. Abwasserklärung ist noch gut. Auf lange Sicht würde ich die dann mit... den Aufbereitungsanlagen ersetzen, damit hier nicht nur Schlonze rauskommt. Ne? Wenn du verstehst. Ich hatte jetzt gerade überlegt. Was sind denn meine Richtlinien? Ich habe hier gerade nichts, ne? Besteuerung. Achso, nee, ich habe die Dinger hier einzeln gerichtlinnt. Gericht lient. Hier haben wir halt Freizeitnutzung in den Wohngebieten. Da sind halt Freizeitdrogen erlaubt. Oh, ich muss kurz husten. Das erhöht ein bisschen den Tourismusverkehr und die Steuereinnahmen. Das ist gut. Ich will gerade nämlich ein bisschen mehr Einnahmen generieren, eigentlich ganz gerne, damit wir hier schneller vorankommen. Die sind überhaupt gar nicht in irgendeinem Gebiet.
Wie sieht denn der Bodenrichtwert aus? Den Bodenrichtwert müssten wir eigentlich auch ein bisschen hochkriegen. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, Steuern sind 9%, genau, die hatte ich ein bisschen gesenkt. Die sind ja standardmäßig bei 10%, glaube ich. Aus einem einfachen Grund, weil wir dann nämlich hier für einzelne Gebiete, zum Beispiel für das Pauli-Viertel, das hat halt, wenn man sich das mal anguckt, keinen besonders hohen Bodenrichtwert bisher. Aber, na komm, dann bauen wir hier noch vielleicht einen Park hin. Hier vielleicht. So, dann freuen sie sich hier noch ein bisschen. Dann kann man hier vielleicht noch so einen Picknickpark hinsetzen, direkt ans Wasser. Hallo? Wurde es bereits belegt? Aber nur wegen der Straße, nicht weil da irgendwie was. Okay, kein Picknickpark, vielleicht ein kleiner Park mit Bäumen, der nicht so klein ist. Großer Spielplatz. Ein Platz mit Bäumen. Ja, guck mal hier. Direkt schön am Wasser, das ist gut. Und hier am Kreisel, warte mal, was ist das überhaupt für ein Gebiet? Das ist jetzt Gewerbegebiet. Aber bei Gewerbegebiet schaden. Bei Gewerbegebieten schaden jetzt so Plätze natürlich auch nicht. Hier, machen wir einfach mal sowas hin. Hier ist auch nur Gewerbegebiet, ne? War doch richtig. Da setze ich einen kleinen Park rein. Vielleicht so einen Platz. Einfach damit die ein bisschen zufriedener sind und aufsteigen können. So, und jetzt habe ich mir nämlich überlegt, ich könnte hier im Pauli-Viertel, weil das hier hat einfach eine super Lage, weißt du, das ist hier nah am Wasser und so, es ist sehr zentral. Das Pauli-Viertel, das kriegt für die niedrig besiedelten Teile eine höhere Steuer. Steuererhöhung für gering besiedelte Wohngebiete. So. Das sollte unsere Einnahmen ein bisschen erhöhen. Ein bisschen zumindest. Na und hier mit diesem Wohnblock ist auch super gelegen. Da werde ich auch gering besiedelte Wohngebiete etwas höher besteuern. Ich meine, die verbrauchen ja auch mehr Platz. Dann, also pro Einwohner. Dann können sie auch mehr Steuern zahlen. So, solange sich niemand beschwert, ist alles gut. Hier kommt keine Müllabfuhr her. Ah, hier ist schon eine. Fahr doch hier hin. Da fährt er zurück. Nee, der sammelt noch. Ist ein Einzelfall. Das kann man ignorieren. So, aber jetzt haben wir, ja, guck mal hier, 10.000 Kohlen und es steigt noch, ne? Sehe ich das richtig? Es steigt? Ja, es steigt. Das ist auf jeden Fall, tut unseren Einnahmen ganz gut und dann würde ich nämlich nachher hier das nächste Industriegebiet planen, was dann erstmal nur über diese Autobahn angeschlossen ist, aber das wird später noch hiermit verbunden. Und dann können wir diesen Bedarf ja auch decken. Und dann wird das hier Erzindustrie. Oh ja, denn hier gibt's Erz. So, jetzt mache ich aber erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.